Mich hat heute bewegt Friedrich Merz, oder besser gesagt Friedrich der Dritte. Mein Kollege Ralf Schuler, der auch heute Abend in der Sendung ist, hat nämlich herausgefunden, Friedrich Merz möchte es noch einmal versuchen. Spielt es noch einmal, Friedrich, sozusagen. Er möchte noch einmal versuchen, CDU-Vorsitzender zu werden. Aber unter einer Bedingung, dass diesmal nicht die sogenannten Eliten abstimmen dürfen, nicht die Delegierten, nicht die, die ausküngeln vorher, wie können wir Friedrich Merz verhindern, sondern die Basis der Partei. Das ist seine Bedingung, wie wir aus seinem allerengsten Umfeld hören. Wenn die Basis der Partei abstimmen darf, dann wird er sich ein drittes Mal zur Wahl stellen, ein drittes Mal versuchen, was er die ersten zwei Male nicht geschafft hat, nämlich Vorsitzender der Partei zu werden. Warum finde ich das gut? Weil es genau der Denkzettel ist, den es jetzt gerade braucht. Die Wahl ist für die CDU so verheerend schiefgegangen, weil man zu viele Entscheidungen in zu kleinen Gremien getroffen hat, die mit der Realität im Land rein gar nichts mit zu tun haben. Mein liebstes Beispiel: Am Ende haben Volker Bouffier und Wolfgang Schäuble unter sich ausgemacht, dass Armin Laschet für die CDU in den Bundestagswahlkampf zieht. Zwei hochverdiente Politiker mit großer Lebenserfahrung, aber auch zwei Männer, die zusammen 150 Jahre alt sind und über die Zukunft der CDU entscheiden sollten. Dass das schiefgehen musste, war klar. Und deswegen von Friedrich Merz aus meiner Sicht das richtige Zeichen: Lasst die Basis darüber entscheiden. Sie versteht manches besser als die Eliten und die Gremien. Nun kann man ja über Friedrich Merz denken, was man will. Alle reden über Erneuerung, aber keiner fängt an. Friedrich Merz hat immerhin eine Debatte darüber angestoßen, wie man künftig den Spitzenkandidaten auswürfeln sollte. Und da ist in Deutschland doch eine ganze Menge Staub auf den Prozess drauf, wenn man sich anguckt, wie in Amerika die Vorwahlkämpfe geführt werden, wie sich Leute aus gleichen Parteien gegenseitig behaken im Dienste der Sache, damit am Ende wirklich der Beste, der Eloquenteste, der Tougheste durchkommt. Peter Gauweiler hat seit Jahren Caucuses für Deutschland gefordert, will natürlich keiner, weil die deutsche Politik sich lieber im Bequemen einrichtet. Das ist eine wichtige Debatte und Friedrich Merz könnte der Anlass dafür sein, zu sagen, okay, nicht unbedingt Mitgliederbefragung allein, sondern auch Auftritte in der Öffentlichkeit sich durchbeißen müssen. Das finde ich eine gute Idee. Ja, und vor allem wäre es eine gute Absicherung gegen das Debakel, was die CDU jetzt gerade erlebt. Ja, aber er ist ja Teil des Debakels. Also er ist zweimal angetreten als CDU-Vorsitzender, er ist zweimal es nicht geworden. Und das, was gerade beschrieben wird, aus dann wurde er nicht aufgestellt als Spitzenkandidat. Er hatte ja die Wahl verloren, zweimal. Aber warum ist er dann Teil des Debakels? Er hat ja einen anderen Weg aufgezeigt und die CDU hat den nicht angenommen. Ja, aber er war im Zukunftsteam, er hatte eine große Bühne im Wahlkampf, er stand hinter Laschet, er wurde mit ihm assoziiert, er war gegen Söder. Also das heißt, die Menschen wussten, wenn ich Laschet wähle, kriege ich auch Merz. Und sie haben trotzdem nur 24% der CDU gegeben. Also für mich ist das der falsche Zeitpunkt für diese Debatte. Ich finde gerade aus dem Grund, Verena, den du gerade angesprochen hast, wäre Merz der Richtige. Weil Merz hat gezeigt, dass er ein Teamplayer ist. Merz hat sein Ego zurückgestellt und hat sich auch hinter Laschet gestellt. Hingegen hat Markus Söder eigentlich die ganze Zeit nur gegen Laschet geschossen. Und ich finde, Merz hat gezeigt, dass er sich mehr zurücknehmen kann. Und das war zu dem Zeitpunkt richtig. Ob er den Wahlkampf so geführt hätte wie Laschet? Nein. Merz ist ja auch von den Einstellungen her schon anders. Ich glaube, dass Merz gut wäre, um die Union wieder mehr konservativ zu rücken. Was wäre denn, Verena, aus deiner Sicht die richtige Debatte, die die CDU jetzt führen sollte? Wie man Posten verteilt, obwohl man die Wahl verloren hat? Nee, oder ganz welche? Bestimmt nicht. Aber anerkennen, wir haben die Wahl verloren. Jetzt ist einfach auch gerade mal nicht dran, dass die Bildschlagzeile ist, Merz möchte CDU-Vorsitzender werden. Also das ist so das Letzte, was Deutschland gerade interessiert, wer gerade CDU-Vorsitzender werden will. Also deswegen finde ich, jetzt geht in die Opposition, nutzt die Zeit der Erneuerung. Wenn ihr sagt, man kann sich nur in der Regierung irgendwie neu erfinden, ja, dann hättet ihr irgendwie einen anderen Wahlkampf machen müssen. Aber jetzt habt ihr das, was ihr da habt, die 24%, und jetzt ist es mal gut. Jetzt interessiert mich gerade, klappt die Ampel, wer wird das Kabinett? Nett, aber mich interessiert gerade nicht, wer CDU-Vorsitzender ist. Also du gehst fest aus von Opposition und Ampel? Absolut. Das ist auch zumindest das, was, ich glaube, 76% der Deutschen wollen Olaf Scholz als Kanzler. Die SPD hat die Wahl gewonnen. Das ist jetzt das, was jetzt diskutiert werden müsste. Denke ich. Also was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass gerade ein Friedrich Merz, der so ein bisschen das unternehmerische Mut-Prinzip verfolgt von Trial and Error. Vielleicht kommt irgendwann auch Trial and Succeed, wir werden sehen. Fakt ist aber, dass die Idee einer Urwahl total spannend ist, um endlich mal alle Mitglieder mitzunehmen, weil ich glaube, das fehlt einfach und das ist natürlich irgendwo basisdemokratisch, finde ich absolut richtig. Und was definitiv passieren muss, ist, dass die Union endlich mal in die Ruhe kommt, weil gerade wenn man verhandeln will, finde ich, braucht man ruhige Fahrwasser. Total, aber wenn das Richtige ist, basisdemokratisch den CDU-Vorsitzenden, warum haben sie es denn nicht gemacht? Man kann ja durchaus auch umgekehrt argumentieren, dass bei der SPD derjenige Bundeskanzler geworden ist, der basisdemokratisch abgelehnt worden ist.
Ja, also auch da kann man ja durchaus dann Zweifel daran haben, ob das Modell funktioniert, wenn derjenige, den die Partei ausdrücklich nicht wollte, im ganzen Land dann offenbar ja immer noch so gut ankommt, dass er Bundeskanzler werden kann. Aber das Problem war ja bislang, dass es bei Friedrich Merz zweimal ein relativ einhelliges Meinungsbild an der Unionsbasis gegeben hat zu seinen Gunsten. Auch draußen im Lande war er der Beliebtere. Und trotzdem hat eine leicht funktionärsdominierte Parteitagsmannschaft dann beschlossen, nee, das ist uns alles zu unsicher, dann räumt er am Ende wieder auf und dann wird im Adenauerhaus wieder alles auf den Kopf gestellt. Dazu habe ich mal eine Frage, Ralf. An dich, aber an die ganze Runde. Kann sich einer von euch erklären, darin liegt ja ein bisschen auch sozusagen das Ungemach, das die CDU jetzt bei der Wahl erlebt hat, wie man darauf kommen konnte, dass es besser ist, AKK als Parteivorsitzende zu wählen als Friedrich Merz? Hätte da nicht klar sein müssen, wenn wir AKK... Das war halt die schlechteste Rede seines Lebens. Also AKKs beste und seine schlechteste. Und das Gleiche hat sich nochmal bei Laschet gegen ihn wiederholt. Da hat Laschet einen rausgehauen wie noch nie zuvor und er nicht. Also ich frage mich eher, warum ist er in den entscheidenden Momenten dann nicht da? Und was ich mich auch frage, will er wirklich jetzt gerade CDU-Vorsitzender oder ist das eine Schlagzeile, die ihr jetzt gerade macht? Weil das trendet jetzt auf Twitter. Ich habe vor 15 Stunden von ihm gelesen, er will jetzt nicht mehr gegen das Establishment schießen, er will sich jetzt als einfacher Abgeordneter einsortieren und er würde jetzt erstmal die Füße stillen. Na, er hat gesagt, er will nicht mehr gegen das Establishment antreten. Genau, und sich daran nicht mehr abarbeiten. Und deswegen sagt sein allerengstes Umfeld uns jetzt ganz klar, die Übersetzung davon ist, er tritt aber sofort an, wenn es nicht mehr das Establishment entscheidet, sondern die Breite der Partei. Also die Schlagzeile kann ich dir versichern, die kommt nicht von uns, die hat weder Ralf noch ich mir ausgedacht, sondern die kommt tatsächlich genau daher, wo es im Text drin steht, nämlich aus Friedrich Merz sehr engem Umfeld. Und das erst dementiert auf Twitter, das ist das Spiel, was es gibt? Naja, das ist interessant. Nein, das ist auch teilweise perfide Spiel in der Politik. Er dementiert es nicht. Er dementiert es nicht. Es liest sich wie ein Dementi, aber es ist genau das Gegenteil. Er sagt, wir haben einen gewählten Parteivorsitzenden. Ach nee. Und ich unterstütze seine Bemühungen, eine Koalition mit FDP und Grünen zu bauen. Übersetzung, wenn das scheitert, unterstütze ich ihn nicht mehr. Derzeit stellt sich die Frage nach Parteivorsitz nicht. Heißt derzeit nicht, aber vielleicht schon morgen und dann bin ich bereit. Es ist also ein sehr geschickter Umgang mit diesem Satz. Da steht in keiner Weise, dass er nicht antreten würde. Da steht nur drin, dass Armin Laschet jetzt noch irgendwie die Chance hat, etwas zu erreichen, wovon du ja auch sagst, es wird halt nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren, ne? Trotzdem finde ich, ehrlich gesagt, diese Taktiererei etwas unsympathisch. Das dominiert das gesamte Geschehen bei der Union derzeit. Da hat man einen schwer angeschlagenen Parteivorsitzenden, einen Kanzlerkandidaten, der dann aber seine Deals durchdrückt in der Fraktion, in dem Ralf Brinkhaus nochmal für eine Übergangsfrist Fraktionsvorsitzender werden. Dahinter steht eigentlich, dass man wahrscheinlich am Ende des Oktober einen neuen Vorsitzenden braucht. Dann muss man einen Auswahlprozess starten. Dann sollen aber nicht alle gleichzeitig aus dem Busch springen und sagen, ich will. Und dann braucht man einen Parteitag. Und dann muss der neue Parteivorsitzende möglicherweise dann eben auch nach dem Fraktionsvorsitz greifen, um ein Gewicht zu sein. Und all das ist das Gegenteil, was die Bürger gerade interessiert. All die irgendwie die Gesichter dieses Scheiterns jetzt auch gerade sind, alle an ihren Stühlen kleben und nochmal eine Schlagzeile reinschmeißen, ich will es nochmal machen. Darauf wollte ich hinaus. Also dieses Taktieren mit irgendwelchen Botschaften zu sagen, ja, ich will eigentlich nicht gegen das Establishment, aber wenn das anders kommt, dann trete ich doch wieder an. Dann hinterher aber zu sagen, ich bin aber trotzdem loyal zu Armin Laschet. Die Leute wollen endlich mal ganz klare, gerade unverbogene Leute, die sagen, ich will es, ich trete an oder ich will es nicht und ich trete nicht an. Olaf? Also ich glaube, die Leute wollen genau nicht. Die wollen Disziplin anscheinend sehen. Man darf keine menschliche Regung zeigen und dann wird man Kanzler, habe ich jetzt im Wahlkampf gelernt. Silvia Breher, glaube ich, bestes Erststimmergebnis. Carsten Dinnemann, irgendwie drittbestes Erststimmergebnis. Das sind ja echte Menschen. Aber das beim Kanzlerkampf hat Olaf Scholz, gar keine Regung gezeigt hat. Das mag jetzt aber auch die Raute oder dass er für Merkel gehalten wurde oder so gebracht haben. Aber ich glaube schon noch an echte Menschen und ein Lindemann oder eine Breher oder eine Serap Güler. Die sind nicht erste Reihe. Nee, aber warum nicht? Das sind die Vielleicht, Gesichter. Weil sie so menschlich sind. Nee, oder vielleicht, weil die Partei noch nicht im Erneuerungsprozess ist, weil das erst noch kommt. Und deswegen ist das für mich jetzt so ein Übergangstheater, was da veranstaltet wird, kannst du dich noch einmal kurz strecken, bevor du dann irgendwie zusammenfällst. Also ganz kurze Abschlussrunde zu dem Thema, Verena, wer wäre der perfekte CDU-Vorsitzende oder die perfekte CDU-Vorsitzende? Jens Spahn. Keine Präferenz. Und keine Präferenz, aber was glaubst du, wäre der Beste für die CDU? Ich glaube tatsächlich, es müssen die Mitglieder entscheiden. Und deswegen finde ich die Idee einer Urwahl spannend und richtig. Ich glaube nur, wir müssen jetzt endlich mal aufhören, über Personalien zu diskutieren, sondern uns auf die Inhalte konzentrieren. Ralf, was meinst du?
meine ganz steile These. Ich glaube, dass Friedrich Merz sehr viel hat von Markus Söder, nämlich einen kompletten Gestaltungsüberdruck im Innern. Markus Söder und Friedrich Merz können sich nicht leiden. Beide werfen sich gegenseitig vor, nur ein Programm zu haben, nämlich sich selbst. Und genau das, diesen Gestaltungswillen braucht man jetzt, klare Ansagen zu machen und nicht zu sagen, wo kann ich in den Gremien Deals machen und die Nordrhein-Westfalen verschieben. Klare Ansagen. Deshalb glaube ich, dass Friedrich Merz unter gestalterischen und unter polarisierenden Gesichtspunkten eigentlich der bessere wäre und dann können sich alle dran abarbeiten. So kurz können sich Bildredakteure fassen. Nena, was glaubst du? Auf gar keinen Fall Jens Spahn, auf gar keinen Fall. Deswegen, ich gebe meine Stimme dafür ab, zu sagen, wer es auf gar keinen Fall werden darf und das ist Jens Spahn. Das war aber nicht die Frage. Ich habe eine andere Antwort gemacht und ich möchte auf gar keinen Fall Jens Spahn. Ich bleibe bei Friedrich Merz, aber das habe ich ja am Anfang schon ich gesagt. Ich sage Jens Spahn und Spahn. Ich habe Männer, die sind jemand, der ist. Ja, ist das. 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 Ist das.